Dieses positive Denken hat viele Möglichkeiten für Menschen zunichte gemacht. Der Verstand weiß den Weg, aber er bringt dich nie ans Ziel. Du musst den Weg immer noch gehen. Dass Denken so wichtig ist, ist eine sehr ungesunde Art, das Leben anzugehen. Es wird dir ein Hochgefühl geben, aber es ist keine endgültige Lösung für das Leben. Dieses positive Denken hat viele Möglichkeiten für die Menschen zunichte gemacht. Positives Denken geht so. Es gibt ein Gedicht, geschrieben von einem positiven Denker. A little bird did fly in the sky. Ein kleiner Vogel flog am Himmel. Shit it did in my eye. Geschissen hat er mir in mein Auge. Doch ich kann mich weder sorgen noch weinen, denn ich bin ein positiver Denker. Ich danke Gott und bete, dass Büffel nicht fliegen. Ich wünschte, die Büffel würden fliegen und auf all diesen Menschen landen. Denn wenn du nicht gewillt bist, das Leben genau so zu sehen, wie es ist, gibt es keinen Weg, um einen Schritt weiter zu kommen. Ist es nicht so? Wenn du nicht gewillt bist, das Leben genau so zu betrachten, wie es ist, kannst du nichts dazu tun. Du kannst dir nur weiter seltsame Dinge ausdenken, die dich unterhalten können, dich aber nie irgendwo hinbringen. Wenn wir uns Gedanken um dieses Leben machen, ist es sehr wichtig, dass wir ehrlich sind, wo wir wirklich stehen. Nur dann können wir eine Reise antreten. Wenn du dich einfach nur selbst verarschst, zu glauben, alles sei gut, alles sei wunderbar, musst du das verstehen. Der Verstand kann nur den Weg weisen. Er ist niemals die Reise selbst. Jetzt gerade willst du wohin gehen? Du willst zu einem Traumort gehen, wo immer der ist. Wenn du die einzige Art, wie du gehen kannst, ist, du denkst zuerst mental, oh, dahin will ich gehen. Wie du dorthin gehst, Flugzeug, Geld, dies, das, Arbeit. Der Verstand weist also den Weg, aber er bringt dich niemals dorthin. Du musst den Weg immer noch gehen, nicht wahr? Wenn du also hier sitzt und über Gott nachdenkst, über den Himmel nachdenkst, über Spiritualität nachdenkst, über Erleuchtung nachdenkst, okay, das weist den Weg. Aber es spielt keine Rolle, selbst wenn du eine super Autobahn angelegt hast, solange du die Reise nicht unternimmst, kommst du nicht dort an, nicht wahr? Ja, du hast die beste Autobahn angelegt, aber du hast die Reise nicht unternommen, du hast die Reise nicht unternommen, das ist alles, was ist. Es ist eine vergeudete Autobahn, wenn niemand die Reise unternimmt. Du musst also verstehen, was du mental tust, ist nicht die Realität. Es gibt nur die Richtung vor, aber du musst die Strecke immer noch gehen. Sadhguru, du hast mal gesagt, dass positives Denken eine gewisse psychologische Bedeutung hat, aber keine existenzielle Bedeutung. Kannst du das bitte weiter erläutern? Schau. In diesen Kulturen habt ihr definitiv euren Denkprozess zu viel Wichtigkeit beigemessen. Zu viel. Ich glaube, die Philosophen der Renaissance sagten, ich denke, also existiere ich. Das ist also der Stellenwert, den ihr dem Denken eingeräumt habt. Aber sag mir, aus deinem eigenen einfachen Gefühl heraus, sag mir, was ist wahr? Ist es, weil du existierst, denkst du? Oder ist es, weil du denkst, existierst du? Weil du existierst, denkst du, nicht wahr? Weil du das Leben nicht anders kennengelernt hast als über das Denken, jetzt hast du es zu etwas übermäßig Wichtigen gemacht. Nun, für mich gibt es keine Gedanken. Wenn ich einfach hier sitze,
werde ich hier sitzen ohne einen einzigen Gedanken in meinem Kopf. Heißt das, ich existiere nicht? Ich existiere. Existiere absolut. Weil ich auf so kraftvolle Weise existiere, ist der Gedanke nur ein kleines Ereignis für mich. Mein Gedanke ist für mich nur ein kleines Ereignis in meinem Leben. Ich kann denken. Es ist nicht so, dass ich unfähig bin zu denken. Ich kann denken und dennoch ist es ein sehr kleines Ereignis. Weil meine Existenz weit, weit größer ist als mein Denken. Jetzt versuchen die Menschen, ihre Gedanken viel größer zu machen als ihre Existenz. Dass Denken so wichtig ist, ist eine sehr ungesunde Art, das Leben anzugehen. Anfänglich wird es dich begeistern, weil du ein paar Dinge hervorbringen kannst mit deinem Denken. Schau, wenn du einen kraftvollen Gedanken erschaffst, kannst du bestimmte Dinge wahrmachen. Du kannst eine gewisse Macht über andere Menschen und Situationen haben. Das wird dir ein Hochgefühl geben. Aber es ist keine endgültige Lösung für das Leben. Du magst in der Welt effektiv sein, aber in deinem Inneren bist du immer noch ein Schlamassel. Was ist der Punkt? Du möchtest gut aussehen in den Augen von 10 Menschen. Das wird die Erfahrung deines Lebens nicht verändern. Wenn du hier sitzt, bist du absolut glückselig. Das ist es, was deine Lebenserfahrung verändert. Was jemand anderes über dich denkt, warum ist das so wichtig? Oder was du über dich selbst denkst, warum ist das so wichtig? Was immer du über dich selbst denkst, was immer die ganze Welt darüber denkt, über dich, hat keine existenzielle Relevanz. Was immer du gerade jetzt denkst, hat keine existenzielle Bedeutung. Es ist nur eine psychologische Bedeutung, vielleicht soziale Bedeutung, aber keine existenzielle Bedeutung. Wenn wir also sagen, ein spiritueller Prozess, sprechen wir von einer existenziellen Dimension, nicht von einer psychologischen Dimension, nicht von einer sozialen Dimension.